Wir werden jetzt vier Ableitungen bilden, die teilweise nicht allzu komplex sind, aber am Anfang vielleicht schon mal Schwierigkeiten machen können. Hier haben wir die erste Funktion, die abgeleitet werden muss. 2x Quadrat, da brauchen wir eine Faktorregel und eine Potenzregel. Das heißt, wir haben zweimal Faktoren bleiben multiplikativ erhalten. Der Exponent von dort oben kommt davor und man zählt den Exponenten um eines herunter. Also ist das 4x. Der andere Summand enthält im Grunde genommen ein x hoch 1, ein x hoch 0. Und wenn man das ableitet, dann fällt es weg. Das heißt, was bleibt hier noch übrig, wenn man einen konstanten Faktor ableitet? Also f von x ist irgendwas Konstantes. Dann ist f' von x immer gleich 0. Also insgesamt folgt daraus, f' von x ist 4x. Etwas komplexer sind hier die beiden Aufgaben, einmal Produktregel, einmal Quotientenregel. Wir erkennen es daran, dass wir zum einen hier ein Malzeichen dazwischen hier haben, hier ein Divisionszeichen, also einen Bruch. Machen wir zuerst mal die Funktion mit der Produktregel. Dazu wird immer das Ganze aufgeteilt in zwei kleine Einzelteile. Das heißt, das hier ist f, das ist g. Um alles zusammenzubauen, brauchen wir f' und g'. Und zwar f' ist die e-Funktion, bleibt immer sie selbst, multipliziert mit der Ableitung von dem, was da oben steht, also mal 2, die Ableitung von 2x ist 2. Und x hoch 4 abgeleitet ist 4x, Exponent ein niedriger, also 4x hoch 3. Und jetzt haben wir die Aufgabe extra so gewählt, dass auch hier dass das f ist und auch hier dass das g ist. Das heißt, wir können die Ableitung für beide Funktionen direkt verwenden. So, Produktregel bedeutet, wir müssen das Rezept nehmen und es einfach zusammensetzen. F' ist also 2 mal e hoch 2x mal g. G ist x hoch 4. Plus. Und dann haben wir noch dazu gehörig f mal g', also e hoch 2x mal g', also mal 4x hoch 3. Das ist dann jetzt noch ein bisschen aufräumen und zusammenfassen. E hoch 2x mal 2x hoch 4 plus e hoch 2x mal 4x hoch 3. Und das kann man jetzt ein kleines bisschen anders hinschreiben. Wir können zum Beispiel x hoch 3 ausklammern. Wir könnten theoretisch auch noch eine 2 ausklammern und erhalten damit zum Beispiel als ausgeklammerte Variante e hoch 2x. 2x hoch 4 plus 4x hoch 3. Aber Sie haben eben schon gesehen, da geht auch noch viele für andere Varianten. So, wenn man den Quotienten nimmt hier und den ableiten wollte, dann geht das sehr ähnlich zur Produktregel. Man kann eigentlich sogar den Nenner hier kopieren. Also man nimmt den, kopiert den, schreibt den hier oben einfach mal hin. Also wir müssen ein bisschen nach oben stellen, denn wir brauchen ja einen Bruch. Und was wir noch brauchen, ist statt des Pluszeichens hier ein negatives Vorzeichen. Das heißt, wir müssen das Plus gegen ein Minus tauschen. Dann muss da ganz unten drunter noch ein Bruchstrich und letztendlich die Funktion g noch hoch 2, also x hoch 4. Hoch 2. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen hübscher hinschreiben. Wir können zum Beispiel 2e hoch x ausklammern und vor dem Bruch, also x hoch e hoch 2x ausklammern, vor dem Bruch schreiben.
In Sachen Bruchrechnung sind wir ja schon recht fit. Dann haben wir hier noch x hoch 4, da x hoch 3. Dann schreiben wir hier nochmal x hoch 3 davor. Und dann haben wir da 2x minus 4 durch x hoch 8. Und jetzt kann man hier kürzen. Und man kommt dann auf, hier geht das alles weg, auf e hoch 2x mal 2x minus 4 durch 8 minus 3 sind 5. So, eine letzte Aufgabe noch als Beispiel für eine Kettenregel. F von x ist gleich e hoch 2x hoch 4. Ich habe es eben im Grunde schon verwendet. Man sagt, hier oben haben wir eine zweite Funktion. Und die Kettenregel sagt, wir leiten erst die erste Funktion ab. Die Ableitung der e-Funktion ist ja die e-Funktion selbst. Also schreiben wir das wieder genauso hin, wie es da vorher stand. Und multiplizieren es dann mit der Ableitung von dem roten, also mal der Ableitung von dem, was da in dem Roten drin steht. Also mal 2 mal 4 mal x hoch 3. Also ist es nichts anderes als 8 e hoch 2 x hoch 4 mal x hoch 3. Wobei man hier die Malzeichen auch beliebig setzen kann. Man kann sie setzen, man kann sie weglassen. Geschickter ist es manchmal, sie hinzuschreiben, damit man genau weiß, wo sie zugehören. Allerdings müsste man sie dann auch so groß machen, dass man sie von Dreckflecken unterscheiden kann.